Herzlich willkommen bei Golf für Grünschnäbel. Mein Name ist Erik Buhle, ich bin Coach bei Birdie Train und in diesem Video zeige ich dir simple Anpassungen, die du vornehmen kannst, um deine Schläge mit den Eisen deutlich zu verbessern. Dafür stelle ich dir im Laufe des Videos eine sinnvolle Schlagvariante vor, welche dir nicht nur ermöglicht, dein Spiel auf dem Golfplatz variantenreicher zu gestalten, sondern die ebenfalls dabei hilft, die Trefferqualität deiner Eisenschläge wesentlich zu erhöhen. Damit du keines unserer weiteren Videos mehr verpasst, so abonniere doch gerne unsere beiden Kanäle und lasse auch gerne einen Like da, falls dir dieses Video gefallen sollte. Jeder Golfer wünscht sich konstant gute Schläge mit den Eisen vom Boden. Allerdings sehe ich in meinem Alltag nur sehr wenige Spieler, die immer konstant gute Treffer mit den Eisen vom Boden haben. Häufig sind Bewegungsmuster wie ein Löffeln oder ein Schaufeln dafür verantwortlich, dass dir eben keine konstant guten Schläge vom Boden gelingen. Denn durch diese Muster liegt der tiefste Punkt des Schwungbogens häufig zu weit vor dem Ball und es entstehen eben dünne oder fette Treffer. Dünne Treffer häufig dann, wenn ich den Boden gar nicht treffe, sich der Schläger dann schon wieder in der Aufwärtsbewegung befindet, dann treffe ich diesen eben mit der Unterkante des Schlägers. Fette Treffer, wenn ich eben dann viel zu früh in den Boden eindringe und der Boden mir die ganze Energie raubt, sodass der Ball ein bisschen fliegt, aber eben nicht so weit, wie wir es eigentlich gerne hätten. Damit du aus solchen Bewegungsmustern ausbrechen kannst und den Ball eben wesentlich weiter mit den Schlägern vom Boden spielst, musst du verstehen, dass wir dem Ball nicht in die Luft helfen. Der Loft, also die Schlagflächenneigung des Schlägers und die Geschwindigkeit des Schlägers sorgen dafür, dass der Ball fliegt. Wir selber schlagen den Ball nicht von unten nach oben. Wir müssen auch nicht, was häufig gerne genannt wird, den Ball von unten treffen oder unter den Ball kommen. Denn genau diese Vorstellung, ja, zerstört konstant gute Treffer vom Boden. Wir müssen den Ball vielmehr in einer Abwärtsbewegung schlagen. Das heißt, der Schläger befindet sich noch auf dem Weg nach unten. Dementsprechend ist das Divot, das wir schlagen, auch eher links hinter dem Ball. Und bei guten Spielern, bei den Profis, wirst du immer sehen, dass das Divot am Ball bzw. knapp dahinter erst beginnt. Bevor es mit diesem Video weitergeht, möchte ich dir die Plätze von Green Eagle empfehlen. Green Eagle ist offizielle Birdie Train Destination und Infos zu deren Angeboten und unseren Angeboten vor Ort findest du in den Kommentaren unter diesem Video oder der Videobeschreibung. Der erste Schritt ist also getan, sobald du verstehst, dass wir den Ball mit den Eisen nicht in der Aufwärtsbewegung treffen, sondern in der Abwärtsbewegung treffen müssen. Damit du nachhaltig die Trefferqualität deiner Eisenschläge erhöhst und aus so einer Position in so eine Position kommst, zeige ich dir nun im Folgenden drei Anpassungen, die du vornehmen kannst, um genau das zu erreichen. Die erste Anpassung betrifft dann die Ballposition. Wir möchten den Ball nun aus der Mitte etwas stärker nach hinten, also nach rechts legen, ungefähr so viel, dass der Ball nun auf Höhe meiner rechten Brust liegt. Die zweite Anpassung betrifft dann die Gewichtsverteilung. Im Normalfall befindet sich das Gewicht 50-50 gleichmäßig auf beiden Füßen verteilt. Jetzt aber möchte ich ungefähr 60% meines Körpergewichtes auf den vorderen Fuß, also nach links, verschieben. Du siehst auch, dass die dritte Anpassung mithilfe der Gewichtsverteilung schon eingeleitet wird, denn die dritte Anpassung betrifft dann die Handgelenke. Denn die Handgelenke möchte ich nun etwas stärker nach links, also zum Ziel neigen, zum Ziel lehnen und dadurch den Schaft auch stärker nach links lehnen, sodass die Neigung der Schlagfläche verringert wird.
Und genau diese drei Anpassungen, die ich jetzt vorgenommen habe, würde ich auch bei der Schlagvariante, dem sogenannten Punch, vornehmen. Denn der Punch ist ein Schlag, den ich anwende, wenn ich zum Beispiel unter Bäumen hindurch spielen würde oder aber bei starkem Gegenwind einen geringeren Distanzverlust in Kauf nehmen möchte, indem ich den Ball eben etwas flacher schlage. Und genau dieser Punch ist nämlich die Schlagvariante, die wir jetzt üben wollen, um eben die Trefferqualität mit den Eisen zu erhöhen. Denn wie schon besprochen, diese drei Anpassungen helfen mir nicht nur, den Ball flacher zu schlagen, sondern auch den Ball stärker in der Abwärtsbewegung zu treffen und den Bodenkontakt konstant links hinter dem Ball zu haben. Dies macht die Schläge nicht nur planbarer, sondern auch eben der saubere Treffer wird konstant. Um den Punch nun zu erlernen, bieten sich drei unterschiedliche Abstufungen an. Für die erste Stufe entspricht der Bewegungsumfang dem eines Chips. Die zweite Stufe ähnelt dann schon eher der eines Pitches. Und die dritte Stufe ist dann annähernd ein voller Schlag. Und bei allen drei Stufen achte ich darauf, dass die Anpassungen, also die Ballposition, mein Gewicht und die Hände dem entsprechen, was ich machen möchte. Also deutlich weiter links, deutlich weiter vor dem Ball liegen. Und in der Bewegung das Ganze noch übertrieben wird. Denn aus der Erfahrung heraus gelingt es dir nur, in einen grünen Bereich zu kommen, indem du das absolute Gegenteil von dem machst, wo du vorher warst. Also entspricht, wenn du hier startest, musst du noch viel stärker das Ganze in die entgegengesetzte Richtung übertreiben. Denn nur dann führst du dich schneller zum Erfolg. Und der Erfolg ist hier eben ein ordentlicher Ball. Bodenkontakt. Und du wirst schon merken, dass dir das wesentlich leichter gelingt, wenn du eben das Ganze extrem machst, also extrem Richtung Ziel bringst, die Hände, den Schläger auch mit einer deutlichen Schaftvorneigung zum Ball bringst und dann auch die Schlagflächenneigung noch stärker verringerst. Übe das Ganze auch bitte mit einem kürzeren Schläger am Anfang. Denn wenn du ein Eisen 9 zum Beispiel nimmst anstelle eines Eisen 7s, wirst du auch noch früher merken, ob du mit ordentlicher Schaftverneigung den Ball getroffen hast. Denn üblicherweise fliegt ein Eisen 9 deutlich höher als ein Eisen 7. Und dementsprechend wirst du auch früher einen Unterschied im Ballflug erkennen können, wenn du eben einen Schläger mit einem höheren Loft verwendest. Also, für die Chip-Variante ist das Ganze dann so vom Umfang, für die Pitch-Variante dann etwas größer und dann eben die Endstufe, die große, der volle Schwung. Und bei allen siehst du, dass mein Gewicht sich deutlicher auf das linke Bein verschoben hat und eben meine Hände auch deutlicher sich vor dem Ball und vor dem Schlägerkopf befinden. Nur darüber kannst du mit einer Schlagvariante dein gesamtes Eisenspiel auf Vordermann bringen.